Hallo zu meinem heutigen Video. Ja, ich stehe immer noch in Mössingen beim Wohnmobilstellplatz. Insgesamt bin ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, heute ist Dienstag, praktisch 5 Tage schon im Wohnmobil. Also ich lebe seit 5 Tagen im Wohnmobil. Ja, was soll ich sagen? Kann man echt aushalten. Ist echt schön. Heute wieder geduscht, also das zweite Mal jetzt hier im Wohnmobil geduscht. Und das geht auch gut, also der Boiler, der heizt das Wasser bis zu 60 Grad hoch, wenn ich das möchte. Ich mache es immer bei 50 und das reicht für mich auf jeden Fall für einmal duschen. Heute werde ich mein Altwasser loswerden, das muss ich echt mal entsorgen. Dann tanke ich wieder mein Wasser voll, werde auch mal ja, meine WC-Kassette leeren, das ist so ein bisschen, das ist wichtig. Aber heute kommt vielleicht auch der Mimi, also das ist ein YouTuber, den ich über YouTube kennengelernt habe, und er kommt tatsächlich hier aus der Region und er hat eine DJI FPV, die Avatar, und ja, wir werden uns höchstwahrscheinlich heute so um 17.30 Uhr treffen, eine Runde Drohnen fliegen und dann gemeinsam essen, und dazu würde ich euch mitnehmen. Ja, also da ist täglich was los bei Murat, und morgen früh fahre ich dann in aller Frühe höchstwahrscheinlich ja, an den Bodensee, entweder wird es Lindau, Meersburg oder eben gleich Salem, der Affenberg, zum Fotografieren. Mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ja Leute, da ist er nun. Habe ich ja heute Morgen mal angesprochen gehabt. Jetzt darf er sich mal selber vorstellen. Ja, hi, ich bin der Peter und ich verfolge den Murat schon ganz lange und wir haben öfters mal ein Treffen versucht, aber bis heute hat es nie geklappt, aber heute geht es mal richtig zur Sache mit der Avatar und der R2S. Ja, und wir können hier fliegen, ja? Ja, Skala, wir haben extra noch gecheckt, genau. Dronik sagt alles grün. Ja, wie lange schreiben wir uns denn schon, dass wir uns treffen wollen? Ja, mindestens ein Dreivierteljahr. Ja? Ja. Und jetzt eigentlich durch Zufall, dass ich eben mal immer wieder posten muss, wo ich gerade bin. Ja, dadurch, dass der Murat eben so publik ist und immer so ein bisschen Standorte durchgibt, dann Wössing ist ja quasi 9 Kilometer. Ja, von dir? Das ist ja Schlagdistanz, da ist ja gar nichts mehr dazwischen. Du hast auch YouTube-Kanal? Ja, so einen kleinen, aber das ist mehr so ein Mini-Hobby. Ist es trotzdem? Es heißt P4 Stone, also P4 Stone. Genau. Einfach mal reinschauen. Instagram hast du auch? Instagram habe ich auch, Peter Steinlöwe ist da der Name. Genau. Ein bisschen Werbung darf man natürlich machen. Ja, ist schon okay. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen Drohne fliegen und euch nehmen wir mit. Jawohl, viel Spaß. Hab's dem Peter gerade gesagt. Wir haben sehr gutes Licht gleich. Ich filme wieder gegen das Licht. Nicht klug. Jetzt, ja. Er packt schon mal seine DJI Avatar aus. Das ist so deine Box, ja? Das ist meine Box. Gehen wir mal näher ran, ne? Schauen wir mal, was du jetzt hast. Ja. Der Controller ist natürlich wichtig. Mehrere Akkus sind sehr wichtig. Ja, unbedingt. Drunter geht es gar nicht. Wow. Das ist das Teil. Super. Super klein, ne? Super klein. Ich war echt überrascht, dass so ein kleines Teil so viel Geld kostet. Aber wo ich geflogen bin, wusste ich warum. Wobei die erste sehr groß war. Und normal sind ja FPV-Drohnen klein. Ist so. Und die ist halt auch brutal robust. Also ich habe schon ein paar Äste mal weggerammt, das geht gut. Also okay. Das schnappt sie. Gut zu wissen, ja. Ja, also halt, der Käfig sieht auch schon. Und schaut mal, was für ein super schönes Licht wir haben. Ich filme jetzt doch mal gegen die Sonne, aber einfach mega. Ja, dann legen wir mal los. Ich tue mir meine Jacke hier auf die Seite. Mach sie leise. Ja.
Ja, ich bin gerade eben die FPV Avatar geflogen. Ich bin mega, mega begeistert. Fliege jetzt auch gerade hier mit der R2S. Ja, hier ziemlich am... Seht ihr, wie das aussieht, Leute? Ja, und es macht mega Spaß. Also, ich bin infiziert. Ich bin echt infiziert. Ja, und wir haben ein mega Licht heute Abend. Wir haben richtig, richtig Glück. Ja, Wahnsinn. Es macht einfach Spaß. Ich werde die Aufnahmen hier reinklatschen. Entscheidet selber. Eben ein paar, einmal Aufnahmen von der DJI R2S und dann wieder Aufnahmen von der Avatar. Aber einfach nur das Fliegen selber macht bei der Avatar so viel Spaß. Das kann ich euch einfach nicht beschreiben. Wow, hat mega Spaß gemacht. Ja, es war richtig geil, der Ausritt heute Abend noch mit der Drohne. Also echt, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Und dann gleich so einen positiven Eindruck hinterlassen. Ja, ja. Erstens sehr sympathisch, muss ich echt mal sagen. Ja, gleichfalls. Aber ich kenne dich wahrscheinlich besser als du mich. Ja, ja, Videos, ja, ja. Also es passiert mir auch manchmal beim Einkaufen, dass ich angesprochen werde mit du Murat. Ja, genau. Und ich kenne die Leute nicht mal. Passiert mir manchmal. Und hier, also hier liegen sie. Also auch mal den größten Unterschied hier. Rechts ist die DJI R2S und links die Avatar. Ja, aber beide sehr gut zu fliegen. Bin also mega begeistert von der Videoqualität, auch von dieser Brille. Also Wahnsinn. Jetzt werde ich nachher mal die Ergebnisse auf dem Computer sehen. Ich und hier der Ralf gehen essen. Wir gehen jetzt gleich mal essen, da ist das Sportheim von Nerden, da ist ein ganz guter Inder drauf. Da drinnen? Da drinnen. Und ja, die haben vorgestern haben sie nebendran am Wohnmobil was geholt. Ja, ja. Also und haben es gemampft. Ja. Richtig gut, doch. Also sah echt gut aus. Das sind auch kleine Gourmägle. Ja gut, dann kann man damit Karte zahlen? Ja, ja, ansonsten habe ich was da, ist kein Problem. Okay. Ja, ich denke schon. Gut, dann machen wir das nämlich. Hunger habe ich. Ja, wir beide haben immer Hunger, glaube ich. Sonst spülen wir nachher ab. Ja, klar, das kann ich auch. Ja. Ich trockne mit der Drohne. Alles klar, ich mit meiner. Habe noch ein paar Akkus.
Also Peter, vielen Dank für deinen Besuch. War echt nett, dass du gekommen bist. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ich bin jetzt auch fixiert von der Avatar. Aber die infiziert, ja. Ja. Ja, mich haben mir es auch so gegangen. Einmal geflogen, dann kommt es nicht mehr weg. Ja. Die Flugdroge Avatar. Nee, war toll heute. War toll, ja. Das Essen war auch nicht schlecht. Also richtig geplant gut. War indisch, aber. Du, ist halt so, manchmal wird man überrascht mit Sachen. Das ist ein indisches Restaurant mit schwäbischen Maultaschen. Wobei, ich muss sagen, ich bin zufrieden, weil ich mag es nicht so scharf, habe ich dir gesagt. Also von dem her war ich eigentlich ganz zu Recht zufrieden. War auch lecker und war auch nicht so teuer. Also kann man empfehlen, doch. Also kann man empfehlen, ja. Doch, ist auf jeden Fall gut in hier. Mössingen. Das ist Nähren hier. Nähren, gell? Ja. Mössingen, Nähren. Ich habe ja den Wohnmobilplatz schon mal vorgestellt mit Namen und so. Ja. Hier kann man tatsächlich auch was mitnehmen und dann im Wohnmobil essen, wenn man möchte. Also Möglichkeiten hier sind echt super. Und hinter dem Sportplatz ist gleich der Flugplatz. Genau. Ja, für Drohnen. Ja, und ich werde wahrscheinlich morgen Vormittag gleich mal anfangen, unser Video zu schneiden. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt sogar am Sonntag schon, mal schauen. Ja. Ja. Und dann könnt ihr das euch genießen. Gucken wir uns an. Und ich wünsche euch alles Gute, schönen Abend noch und schlaf gut. Ja. Also, ich bin raus, euer Murat. Wir sind raus, ciao. Ja, wir sind raus, genau, ciao.